Hallo und willkommen zurück zum Let's Play God Eater 2 Rage Burst mit mir, dem Leviathan 2. Wir machen weiter. Letztes Mal haben wir Psion besiegt und heute gehen wir uns die Lorbeeren dafür einkassieren. Zumindest die, die wir letztes Mal noch nicht bekommen haben. Aber wahrscheinlich gibt es das ein bisschen Ärger. Wir müssen zuerst mit Ziel sprechen. Haben doch zwei andere gefunden. Danke für deine Hilfe mit dem Psion. Ich freue mich, dass jetzt alle wissen, was Blood erreichen kann. Nur Blood verfügt über Blutkräfte. Ich hoffe, dass ihr ein Vorbild für alle Godheater sein werdet. Ja, wer weiß. Wir haben den Psion besiegt und deine Befehle waren vortrefflich, Vize-Captain. Weiter so. Yay! So, schon mal zweiter Lorbeeren. Doch noch gekriegt. Draußen wartet sie sogar. Okay. Vize-Captain, was denkst du über den Kampf gegen den Psion? Irgendwas stimmt nicht, das weiß ich ja jetzt schon. Also, was ist los? Der Kampf, wir hatten keinen Plan und keine Disziplin. Es war chaotisch, von Anfang bis Ende. Wir sind zu sehr auf unsere eigenen Fähigkeiten angewiesen. Als Team sollten wir zusammenarbeiten. Ohne eine gute Strategie können wir nicht gewinnen. Wir müssen einheitlich vorgehen, damit jeder im Team seine Rolle erfüllen kann. Aber vielleicht habe ich mir da zu viel herausgenommen. Ich muss noch etwas darüber nachdenken. Ja. Du darüber nachdenken. Und ich gehe mit der Idee rein, dass je mehr wir miteinander kämpfen, desto besser lernen wir zusammenzuarbeiten, weil wir die Gegner, wenn wir die Stärken und Schwächen der Freunde kennenlernen. Also zum Beispiel, Nana ballert halt nicht rum. Deshalb, ja, lassen wir sie im Nahkampf. Ukos Hammer ist langsam am Heft wieder aus. Brecht die Bindung im Kopf, Turbine und Schanz. Okay. Scheint nicht allzu schwierig zu werden. Nehmen wir Gilbert und Nana mit. Auswählen. Ja. Dann gehen wir hier rein. Herstellen. 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 Wir haben nämlich... Ich habe den Eisplünderer gesehen. Ja, beim letzten Mal schon, aber habe mir gedacht, Eisplünderer bringt nicht so viel. Hier bringt der Eisplünderer was, habe ich vorhin gerade gelesen. Und dass er mehr Schaden macht als das andere, wusste ich auch nicht. Ich habe gedacht, weil es elementar ist, würde er weniger Schaden machen, aber anscheinend nicht. Mir soll es recht sein. Dann noch schnell Ausrüstung. Jetzt könnten wir den Henkerstoß oder die Turbulenz. Ich nehme die Turbulenz mal mit. Wie gesagt, es geht ja einfach mal darum, um es gezeigt zu haben. Und dann los. Irgendwann habe ich dann alles mal gezeigt und dann kann ich schön wieder in diesen Mehrfachtreffer wechseln und den einfach hochleveln, wie ich möchte. Bis zum Ende der Story möchte ich gerne in plus 3 oder plus 4 Mehrfach. Plus 4 ist vielleicht ein bisschen viel. Aber plus 3 sollten wir schon schaffen. So. Hier haben wir den Hammer. Der kriegt bald den Hammer ab. So. So, das ist jetzt quasi unser Angriff. This is life now. Okay. Wollte nicht mehr bleiben. So, und wir können jetzt auf Frost umstellen. So, und... Ratz, 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 ratz. Im Kopf ist es besonders effektiv. Aber den muss man halt auch zuerst mal treffen. Ah, ich bin ja nur mit Gilbert. Jetzt fällt mir jetzt erst auf, dass ich nur mit Gilbert hier bin. Nein. Gute Haustiere... Ja, und die anderen zwei kümmern sich da hinten um die... Um was kümmern sie sich da hinten? Okay, wisst ihr was? Während der hier frisst, gehen wir uns in so einen Weg zu Seal und Nana quasi bahnen und erledigen gleichzeitig noch die eisernen Jungfrauen. Oder die Kokor-Jungfrauen. Mir aus. Sind trotzdem die eisernen Jungfrauen. Triffst mich ja doch nicht.
Okay, triffst mich im Nahkampf. Aha, jetzt habe ich gerade gedacht, ich hätte meine besiegt, aber... Das war Seals Gruppe. Die brauchen teilweise so furchtbar lange für die kleinsten Aragamis. Ja, dann komm auch. So. Wird das erledigt. Aufladen. Anvisieren. Voll ins Gesicht. Kann ich jetzt hier? Ja, genau. Ich treffe ihn trotzdem noch. Mein Rücken ist zu. Ich kann das den ganzen Tag lang machen. Du auch? Ja. Ich hätte gehofft, er bewegt sich noch ein bisschen vorwärts. Einmal, zweimal, dreimal. Hit. Und einziehen. Weil es ordentlich weh tut. Ja, ja. Ich glaube, man versteht, warum ich die Sense mag. Das ist. Ah, oh, jetzt hat es sich. Die Turbine ist aber noch aktiv. Das ist nicht gut. Müssen wir. Ändern. Könntest du aufhören? Hier. Ich meine, da hast du das drei Leute, die von unten auf dich einschlagen. Ja, jetzt haben wir immer die Turbine erledigt. So. Jetzt sollte er quasi nicht mehr viel leben, also nicht mehr viel aushalten. Praktisch alles ist gebrochen. Ich mache jetzt überall kritischen Schaden, wo ich auch hinhaue. Und ich kann lange hauen. Wenn ich denn, wenn er nah genug ist, ja, so zum Beispiel. Halte deine Schnauze hin. Ja, so lange ausholen muss. Aber egal, du bist erledigt. Das hältst du nicht lange aus. Krieg dich auch am Schweif. Ich kann das den ganzen Tag lang machen. Ja, ganz ein lustiger Angriff, aber jetzt nichts, was ich behalten muss, ist halt dieses ganze, ich bleibe einfach für eine Weile stehen und schau mal, was passiert, ist nicht so mein Ding. Aber sieht schon recht lustig aus. Ja. Aber was hätte auch so ein Urkos Hammer gegen uns ausrichten können? Ich meine, sogar wenn man... Ich meine, okay, hätte ich es nur mit Ziel gemacht, wäre es vielleicht ein bisschen schwieriger gewesen, weil ich am Anfang von ihr weg gewesen wäre. Und ich mich dann alleine um ihn hätte kümmern müssen. Aber auch alleine ist so ein Krokodil nicht wirklich schwer, wenn man es ernst nimmt. Das halt... Auf diesem Level nehme ich halt die Gegner noch nicht so ernst. Aber das kann man mir ja auch nicht verübeln. Hey, ich habe einen wilden Biss erlernt. Wirklich. Ich komme gar nicht mehr dazu, meine Mehrfachtreffer einzusetzen. Aber ist irgendwie auch schön, dann hat man quasi die neuen Angriffe immer nacheinander. Tell me something. How is Shiel getting along? Is she fitting in well with the rest of the unit? Hm. Ich glaube, sie braucht noch ein bisschen. Oder soll ich. Nee, sie ist schon unglaublich. Yes, she truly is. She was born into a prominent military bloodline. Rachel took her in after the death of her parents. At Magnolia Compass, she was put through viciously intense military training. She was constantly tested under extreme stress and chastened for the smallest error. By the time I met her, she'd follow orders without pause. She was precise, almost mechanical. She and Julius were close in age. Perhaps that's why Rachel assigned her to act as his bodyguard. They never truly became friends, though.
Maybe because those roles were foisted upon them. Ja, warum erzählst du mir das? It's clear that Shiel thinks very highly of you. She seems to have begun taking herself a little less seriously since she arrived. It's nice to see her smile. Maybe it's the atmosphere Blood Unit has developed. Even Julius is more approachable than before. Shiel isn't really great with other people, but she seems like she's trying to change. Be nice to her. Das sowieso. Thanks for taking the time to talk. I'll see you later. Hey, speichern. Dann schauen, was so die nächste Mission sein wird. Die unsere Gruppe näher zusammenschweißen wird. Und eine wahre Einheit aus uns macht. Mal schauen. Und jetzt bin ich noch am Überlegen, ob ich den Henkerstoß oder den anderen Angriff nehmen soll, den wir gekriegt haben. Was haben wir denn hier so? Datenbank. Julius, wegen Seal. Wahres Vertrauen kann man nur dann erlangen, wenn es auf harte Proben gestellt wurde. Nur nachdem ihr gemeinsam schwere Tests bestanden habt, kann sie sagen, ich stehe hier dank Levia. Nur dann ist eure Beziehung altbewährt. Aber lass dich nicht beschwatzen. Geh weiter deinen eigenen Weg. Was auch immer passiert, ich übernehme die Verantwortung. Tja. Wenn er meint, dass er die Verantwortung übernimmt. Also, wir haben hier den Henkerstoß, ein Sprung gefolgt von einem tödlichen Schlag, Extraschaden gegen am Boden liegende Aragamis. Und wir haben noch gekriegt den Klauen 1. Das ist Luftangriffe. Luftangriff brauche ich. Warte mal. Streckungsbismosus. Ja, Luftangriffe brauche ich nicht wirklich. Also nehmen wir schnell den Henkerstoß. So, was meinst du, Nana? Hey, hast du vielleicht ein paar Tipps, wie ich mich mit Ziel anfreunden kann? Solche komplizierten Themen wie Strategie oder Taktik liegen mir einfach nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Naja, Freundschaften auf Lügen sind meistens nicht so toll, also sag doch einfach du selbst. Soll ich selbst sein? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich hab's, mein Uden-Sandwich. Natürlich, ich werde sie bekochen. Danke, ich werde es gleich versuchen. Ja, sie wird's schon essen. Eine gute Zusammenarbeit ist ausschlaggebend für den Sieg auf dem Schlachtfeld. Wenn sich ein Gruppenmitglied isoliert, musst du ihm befehlen, zurückzukehren. Das solltest du mal ausprobieren, wenn Gegner deine Gruppe aufteilen. Mal schauen. Ja, alle hier außer Seal. Hey, du bist genau richtig. Ich habe gerade mit Julius gesprochen. Ich habe gefragt, ob ich auf meine Weise kämpfen kann. Ich sage ja nicht, dass Seal es falsch macht, aber ihre Strategien entsprechen mir einfach nicht. Ja. Oh, das sind beides. Naja, ich möchte ihn nicht beleidigen, also geben wir einfach mal Seal das Lob. Es bedeutet nichts auf dem Schlachtfeld, wo eine kleine Meinungsverschiedenheit den Tod bedeuten kann. Seal versteht nicht vollends, wie man als Team vorgehen sollte. Ja, sie war halt immer allein. Deswegen sind wir ein Team und sie war halt immer allein. Deswegen sind wir ein Team. Also sollen wir sie unterstützen, was? Nun, das ist eine gute Idee. Ich verstehe dich, Vize-Captain. Jetzt muss ich erst einmal über deine Worte nachdenken. Wenn Seal doch nur etwas aufgeschlossener wäre, würde es besser für uns alle laufen. Niemand kennt sich besser mit Strategie aus als sie. Ich wünschte, ich könnte irgendwie helfen. Worte alleine helfen nicht oder Wünsche helfen da einfach. Ich bin furchtbar böse zu meinen Teammitgliedern heute. Worte allein helfen nicht. Ja, ich weiß. Vielen Dank. Ich habe ja versucht, mit dir zu sprechen, aber ohne Erfolg. Ich muss stattdessen einen Weg finden, ihr im Kampf zu helfen. Ja, wart nur ab. Ach ja, Vize-Captain. Seal entwirft unsere Strategie. Ich statte dir einen Besuch im Garten ab. Ich zähle auf dich. Yay.
Ich wollte sie sowieso treffen gehen. Wenn alle von ihr sprechen, dann sollte man, man sollte sie schon auch besuchen gehen. Oh, Vize-Captain. Ich hatte gehofft, mit dir sprechen zu können. Ich habe verstanden, wieso es so wichtig ist, sich unterschiedlichen Situationen im Kampf anzupassen. Aber ich denke, dass wir in unerwarteten Situationen unseren Befehlen Folge leisten sollten. Oder liege ich da falsch? Es ist ein wesentlicher Aspekt, aber nicht alles. Aber das reicht nicht aus, denkst du? God-Eaters sind keine Werkzeuge. Oder wir kämpfen nicht alleine. Natürlich nicht, deswegen brauchen wir umso mehr eine funktionierende Befehlskette. Was du mir damit sagen willst, ist, ich soll an mein Team denken, damit wir gemeinsam auf verschiedene Kampfsituationen reagieren. Ich verstehe, ich werde mein Bestes geben, um mich anzupassen. Ich finde es so cool, wie ich mit praktisch einem Satz pro Gespräch, der Rest ist Monolog von Ihnen, sage ich alles und sie noch genial aus, weil sie einfach so viel hineininterpretieren. Sie verbringt ziemlich viel Zeit im Garten. Es muss ihr dort gefallen. Wie schön für sie. So. Dann schauen wir uns doch mal an, was die nächste Mission so ist. Es gibt eine neue Mission. Du wirst mit Zielen. Ihr seid kein. Ja, was ist denn die Mission? Ein Kongo. Und Polar-Ogerschweife. Haben wir hier noch etwas, was wir noch nicht gemacht haben? Schwere Mission. Schwierigkeitsstufe 1. Zikade der Ödnis. Brauche ich noch irgendwas? Chiyu bräuchte ich noch, aber das möchte ich nicht. Bin gerade mit, brauche ich noch irgendwas zum Hochleveln? Weil ein großes Großen jetzt noch hier also anzugreifen ist so ein bisschen doof. Ja, aber verbessern kann ich eh noch nichts und herstellen kann ich. Ja, Harpier ist so. Nein, ich schon. Vielleicht eine neue Schusswaffe. Eine Hornkanone kann ich schon. Hm, danke, Spiel. Ist Antikörper gegen Orakel Level 2. Ist nicht wirklich besser. Ist das gleiche mit anderem Design. Ja, ich habe ein Schiff gesehen, das besser ist. Irgendwo hier. Sachen. Sonst keinen, der besser ist. Gibt hier nichts mehr zu tun. Mir an den persönlichen Eigenschaften gerade noch ein bisschen rumdrehen. Vielleicht hat sie ein paar. Schaden, Giftwiderstand. Ich weiß nämlich schon mit ihr, was ich quasi machen möchte. Sie wird. Sie wird zum Heiler. Heilschussanpassung. Perfekt. Das andere ist geliebt. Nein, sie wird doch zum Sanitäter. Ja, haben wir doch schon mal was. Spaß haben und Heilstrahl sind sowieso schon gut. Dementsprechend können wir das lassen. Nur noch die Alternativform. Ich einfach keine Ahnung habe, was man hier so machen kann. Wir können noch Gilbert quasi zum Tank machen, wenn wir möchten. Und was es hier so für Fähigkeiten gibt. Eins, ja. Nein, brauchen wir nicht, weil wir LP2 ausrüsten. Schaden minus 1. Und irgendwas, das ihn noch wirklich mehr zum Schützer. Bei Linkhef. Kugelnell, Bombe. Ne, den Rest braucht er noch nicht. Kann man. Ja, geben wir ihm einfach noch. LP plus 1 auch noch. Jetzt hat er also. Jetzt sollte er nicht sterben.
Das ist doch schon mal gut. Und ja, okay. Ich werde dann den Part für heute beenden. Eben, ich wollte einfach nicht noch einen Kampf gegen große Monster anfangen. Irgendwie habe ich mehr Angst vor den Ladezeiten als vor den Monstern selbst. Aber egal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir einen Kongor jagen gehen, mit Ziel zusammen, um unsere Teamfähigkeit zu stärken, nennen wir es mal so. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein und in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis dann.